Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt, und ich veröffentliche jeden Donnerstag auf diesem Kanal ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich genau, wie man eine deutsche Marke am schnellsten eingetragen bekommt. Lohnt sich der Antrag auf beschleunigte Prüfung oder beschleunigte Eintragung? Wie muss ich meine Waren und Dienstleistungen formulieren, damit die Marke schnell eingetragen wird? Hat die Wahl der Leitklasse einen Einfluss? Haben Sie sich schon mal gefragt, was eigentlich die wichtigsten Faktoren sind, die bestimmen, ob man eine Marke besonders schnell eingetragen bekommt? Am Ende des Videos zeige ich zum Beispiel, welche Leitklasse man wählen muss, damit die Marke besonders schnell eingetragen wird. Ich habe dazu 1000 kürzlich eingetragene deutsche Marken statistisch ausgewertet und zeige hier mal ein paar wichtige Ergebnisse. Zunächst einmal sollte die Anmeldegebühr direkt mit Anmeldung der Marke gezahlt werden. Das Amt prüft nämlich die Marke nicht, solange kein Geld eingezahlt worden ist. Dann sollten natürlich keine Formfehler gemacht werden. Die häufigsten Fehler sind unklare Anmeldeangaben oder unklare Formulierungen der Waren und Dienstleistungen. Besonders schnell geht die Prüfung beispielsweise, wenn man sich bei der Formulierung der Waren und Dienstleistungen an schon vorgeprüfte Formulierungen hält, die in der Datenbank TM-Class zusammengefasst sind. Da haben die europäischen nationalen Markenämter und das EU-IPO, also das Europäische Markenamt, sich auf ganz bestimmte Begriffe geeinigt, die eben immer genauso auch akzeptiert werden, wenn sie genommen werden. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das ist natürlich unter diesem Video verlinkt, oder auf YouTube einfach nach TM-Class suchen, also TM wie Trademark und dann Class wie das englische Wort für Klasse, alles ein Wort, TM-Class. Lohnt sich denn die beschleunigte Prüfung der Marke, das beschleunigte Anmeldeverfahren? Dafür kann man extra Geld bezahlen und das Amt garantiert dann, dass die Marke innerhalb von 6 Monaten geprüft wird, also eingetragen oder beanstandet wird. Aus meiner Erfahrung wird die Marke ohnehin innerhalb der ersten 6 Monate geprüft, also entweder eingetragen oder beanstandet, sodass nach meinem persönlichen Gefühl dieser Antrag nicht zwingend notwendig ist. Das Amt schreibt auf der Webseite, dass die Marke innerhalb weniger Werktage geprüft wird, wenn man diesen Antrag stellt. Das ist allerdings nicht garantiert. Ich persönlich habe wenig Unterschied feststellen können, aber wenn man alle Register ziehen möchte, dann kann man natürlich auch den Antrag auf beschleunigte Prüfung der Marke stellen. Aus meiner Erfahrung wird eine angemeldete Marke so im Schnitt innerhalb von 2 Monaten geprüft. Ich habe auch schon eingetragene Marken nach etwa einer Woche gehabt. Das geht dann sehr schnell manchmal, ohne dass ich einen Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt hätte. Und manchmal dauert das auch 5 Monate, aber 6 Monate habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie erlebt. Wie eingangs versprochen, möchte ich Ihnen meine Auswertung von der Abhängigkeit von der Leitklasse zur Dauer der Eintragung nicht vorenthalten. Ich habe mir dazu 1000 eingetragene Marken, also deutsche eingetragene Marken, angesehen, die im Januar 2018 angemeldet wurden und eben in der Zwischenzeit eingetragen wurden. Diese 1000 Marken sind zufällig ausgewählt worden, sodass da auch nicht irgendwie diese Statistik aus meiner Sicht auch nicht dadurch verzerrt wäre. Nach dieser Statistik werden die Marken in Klasse 22, also mit Leitklasse 22, im Schnitt am schnellsten eingetragen. Dort ist die durchschnittliche Eintragungsdauer 35 Tage, Anmeldetag bis Tag der Eintragung. In dieser Klasse sind zum Beispiel Zelte oder Seile oder Planen klassifiziert. Am zweitschnellsten geht es in der Klasse 34 mit den Raucherartikeln, wo es im Schnitt 42 Tage von der Anmeldung bis zur Eintragung braucht. Am langsamsten geht es im Moment in Klasse 44, wo die Gesundheitsdienstleistungen klassifiziert sind. Dort dauert es im Schnitt 90 Tage, also 3 Monate. Nur knapp dahinter liegt die Klasse 23. Mit im Schnitt 89 Tagen, wo zum Beispiel Nähgarn klassifiziert ist. Beliebte Klassen wie 9 mit Software oder auch Computer oder Handyzubehör oder Klasse 35, wo Dienstleistungen einer Werbeagentur, Werbung, Marketing oder auch Einzelhandelsdienstleistungen klassifiziert sind, die liegen so im Mittelfeld, die brauchen im Schnitt 59 Tage. Klasse 25, wo Kleidung klassifiziert ist, die braucht im Schnitt 67 Tage. Und erstaunlich schnell geht es in Klasse 14 bei Schmuck
wo die durchschnittliche Eintragung insgesamt 45 Tage dauert. Wenn ich für Mandanten deutsche Marken anmelde, dann überlege ich mir immer, mit welcher Leitklasse würde die Marke potenziell am schnellsten eingetragen und wähle dann eben diese Klasse als Leitklasse. So kann ich mit sehr einfachen Mitteln Mandanten glücklicher machen. Wenn man die Marke besonders schnell eingetragen bekommen möchte, dann kann man die Marke ja auch einfach zusätzlich in Klasse 22 anmelden. Das war eben die Klasse, wo es am schnellsten geht. Dann zahlt man 100 Euro extra eben für die zusätzliche Klasse und bekommt eben und wählt die dann als Leitklasse. Und dann bekommt man eben die Marke zum Beispiel im Schnitt 2 Monate schneller eingetragen, als wenn man die Leitklasse 44 gewählt hätte. Wenn man dann anschließend die Klasse 22 nicht braucht, kann man ja jederzeit eine Eingabe ans Amt machen, wo man dann sagt, liebes Amt, ich nehme die Klasse 22 zurück oder die Marke für Klasse 22 zurück. Und dann wird die Marke in Klasse 22 gelöscht und im Register steht dann eben in Zukunft auch nicht mehr Seile und Bindfäden und Zelte und Plan, weil man eben eigentlich Gesundheitsdienstleistungen macht. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, wie man besonders schnell deutsche Marken eingetragen bekommt. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.